Hallo und herzlich willkommen bei Bridge Constructor Mittelalter. Ja, heute mal in Multi-OBS aufgenommen. Ich habe den gestern so ein bisschen konfiguriert. Ich hoffe mal, dass das jetzt so in Ordnung geht. Ob das, ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das im Vergleich zur letzten Folge findet. Ob es jetzt irgendwelche Unterschiede gibt, ob die Qualität jetzt besser ist, schlechter ist oder was euch so aufgefallen ist. Boah, Handy, nervt nicht. Hat mir einer was verkauft? Nee. Okay, schade. Ja, Handyspiel. Ja, eigentlich fehlen ja 4 Daumen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Eigentlich habe ich gesagt, für jede Folge Daumen hoch gibt es eine neue Folge. Aber da ich ja schon so weit fortgeschritten bin, habe ich mir gedacht, na komm, ist eh fast durch. Machen wir jetzt mal ohne Daumen. Aber vielleicht könnt ihr das ja noch nachholen, wenn es euch gefällt. Dann gibt es auch das Bridge Constructor Playground als Folge Dings. Folgeserie. Nee, wir wollen weitermachen bei. Ja, das war noch dieses. Das habe ich beim letzten Mal schon nicht geschafft. Vielleicht sollte ich das einfach mal überspringen kurz und wir gehen erstmal zu 2 weiter und gucken mal, was wir hier schaffen. So, das ist nicht das Richtige. Jo, das wird nix. So, fangen wir mal an. Ich glaube, das habe ich schon probiert, oder? Damals. Autsch, ja, das habe ich schon probiert. Das ist es nicht. Frage ist, wenn ich jetzt das hier austausche. Oh, ach nee, das geht gar nicht. Also es kann nur hier lösbar sein mit diesen Dingern. Aber selbst wenn ich hier einen draufsetze, ist es schon zu teuer. Kleine Hängerchenbrücke. Ah, die Fußsoldaten würden drüber kommen. Aber das Pferd ist zu schwer. Ah, mit den fiesen, schweren Goldbarren, also wirklich. Ach, das ist zu schwer, das geht nicht. Das wäre auch mal eine Idee. Ich probier das jetzt einfach mal. Ach, schon viel zu teuer. Doch, gar nicht mal so schlecht. Immerhin 2 rüber. Ja. Aha. Das ist natürlich schon wieder viel zu teuer. Mann, das ist aber ein scheiß Level hier. Kack. Ah, Mist, ich brauche mehr Gewicht. Komm. Das ist einfach nur Quatsch, aber. Wie mache ich das denn? Das ist zu teuer. Ist einfach zu teuer, die Brücke, ey. Gibt's nicht. Thank you.
Ich hasse diese Brücke. Jetzt aber gut hier. Wer verkauft mir denn noch was? Keiner? Okay, was können wir noch machen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Zicke, zacke, zicke, zacke. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer und funktioniert nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Was soll ich denn da für eine Brücke machen? Mensch. Wird jetzt auch nicht billiger, wenn ich hier die Seile nehme. Überhaupt nicht billiger. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Es bringt nur was, wenn ich hier hinten eigentlich so einen Betonpfosten mache, aber der kostet gleich so viel, dass ich im Grunde schon nur mit dem Pfosten den Rahmen sprenge. Das kann ja nicht sein. Vielleicht hält das ja, wenn wir es unten drunter machen. Ne, leider den gleichen Effekt. Ich weiß nicht, wie ich diese Brücke lösen soll. Ich würde gerne lösen. Nicht. Geh weg. So. Bob und drüber. Mann, kann doch nicht sein. Dämliche Brücke. Aber sie hält. Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen tiefer gehen. Aber dann ist wieder die Frage, ob es dann wieder hält. Und ob ich mir jetzt durch dieses hier das geplante einsparen kann. Weil ich hatte das ja schon auf dem mittleren Level und da hält es ja nicht. Wahrscheinlich hält das jetzt auch wieder nicht. Gerade mal ein bisschen das Spielaudio runtergesetzt. Es fehlen nur noch 200. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen runtergehen, komm, einen gehen wir noch runter und es bricht nicht zusammen. Dann wäre diese Lösung. Also ich weiß, wenn ich noch einen runtergehe, dann bricht es zusammen. Das hatten wir nämlich schon. Hier wird nämlich dann die ganze Kacke rot. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es handelte sich wirklich nur um Millimeter. Millimeterarbeit sozusagen. Das ist gut, diese Erkenntnis muss ich jetzt transportieren und für die nächsten Brücken verwenden. So, jetzt. Ach, das ist so eine Brücke. Was ist das für eine Brücke, Mann? Ich höre. So, gehen wir mal wieder auf Millimeterarbeit. Ich versuche das jetzt einfach mal, so wie ich das gerade gemacht habe. Das wird jetzt natürlich nicht halten. Das ist viel zu langes Stück für die Brücke.
Muss ich wahrscheinlich von unten drunter auch nochmal hergehen. Und höchstwahrscheinlich muss ich den Steinklotz am Ende doch abreißen, weil der einfach zu teuer ist. Ja. Und ich muss im Grunde eine Brücke bauen. Die irgendwie. So, das ist viel zu teuer. Weg damit. Ich probiere es mal mit großen Zacken. Da komme ich natürlich nicht ganz da unten hin. Mal was wird. Noch bin ich immerhin nicht am Limit angekommen. Könnte auch oben drauf noch eine Reise. Ich gucke erstmal, wie das aussieht. Ah, hier unten ist natürlich schon sehr belastet. So ein paar einfache Holzbalken, wo das ganze Gewicht drauf sitzt. Ups. Naja, es war schon mal nicht so schlecht. Vielleicht können wir oben rum noch mal was reißen. Die Frage ist, welcher Winkel. Probier es mal so. Sieht aber knapp aus mit dem Budget. Oh, Budget klappt gerade so. Aber ich befürchte, das wird da unten nicht halten. Das sieht nämlich schon wieder genauso kacke aus wie vorher. Immerhin blieb die Brücke ziemlich lange, ziemlich gerade. So, was mache ich denn da? Das muss. So, also das hier oben hat schon mal nicht funktioniert. Da kann ich lieber das Geld irgendwie woanders rein investieren. So, vielleicht mal noch einen nach da. Den ein bisschen höher ansetzen. Hey. Der erlaubt zu verschwinden. Na. Ups. Müssen wir natürlich auf der anderen Seite natürlich auch machen hier. Soll dann in irgendeiner Form gleichmäßig aussehen, auch wenn es hier nicht ganz klappt, weil die Pinöppel hier unten ja auch auf unterschiedlichen Level stehen. Die Ankerpunkte. So, jetzt bin ich so am Limit. Und das sieht schon wieder scheiße aus. Richtig kacke. Bleib. Ach, wenn der eine reißt, ne? Wenn der eine reißt, dann ist gleich vorbei. Nein, zu teuer. Dann können wir den Rand wegmachen. Jetzt ist es zumindest ausgeglichen zwischen den beiden, aber der hier wird ziemlich belastet. Oh, 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 oh.
Böse, böse, böse. Aber es funktioniert. Zumindest auf der linken Seite. Und wenn natürlich erstmal einmal hier so eine Seite gerissen ist, dann sieht das schon wieder kacke aus. Dreckige Kacke hier. Ah, das könnte klappen. Das könnte klappen. Das könnte wirklich klappen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Haha. Man muss nur das Gewicht so ein bisschen verteilen. Ach, easy peasy, man. Das war ja einfach. Come on, ich habe sogar noch voll Geld über. Scheiße, geil. Yo, wir haben zwei Brücken geschafft. Und ich würde sagen, auch wenn wir jetzt erst 16 Minuten dran sind, ich habe diese Woche so ein bisschen Notsorge, dass ich da nicht mehr genug. Halt da ins Maul. What? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, diese Nachricht, die ich jetzt bekommen habe, dass ich es heute gar nicht schaffen werde, eine zweite Folge aufzunehmen. Na gut, dann mache ich hier noch eine Brücke. Ach, so eine Kacke aber auch. Ach, das war schon mal verzweifelter Versuch hier, besser zu sein. Erstmal wieder Millimeterpapier. Fürs Feintuning. Zicke, zacke, zicke, zacke. Das sieht nicht gut aus. Die Seite sieht ganz okay aus, obwohl, ah. Das war noch nix. Mich jetzt auch gewundert. So, gehen wir mal hier auf die Schiene. Hoffen, dass das noch in irgendeiner Form reicht. Ich glaube nicht. Okay, der Rest muss irgendwie weg. Also hier ist eigentlich noch, hier ist ja noch grün, aber das viel zu viel Gewicht. Jetzt machen wir das anders mal. So, jetzt machen wir hier. So. Sieht immer noch nicht gut aus. Wenn das schon von Anfang an so rot ist, dann glaube ich, wird das nichts. Mist, das passt nicht. Ach komm, das oben hat auch nicht geholfen. Mal auch erstmal weg. Weg, 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 weg. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Aber ist zumindest nicht ganz so orange mehr. Oh.
Fällt aber ganz und gar nicht. Ich befürchte, die Brücke hält nicht so ganz. Oh, das sieht schon fast aus wie so ein Pentagramm. Die Satansbrücke. Mal kurz gucken, die Karte. Ah, ein bisschen Zeit habe ich noch, aber es nähert sich dem Ende. Vorne ist schon wieder zu dunkel, hier ist wieder zu dunkel. Lauft einfach weiter, lauft einfach weiter, ihr schafft es schon. Ah. Oder auch nicht. Ja. Bringt das überhaupt was? Ich muss sowieso hier vorne irgendwie eine Stütze machen. Nee. Bringt alles irgendwie nichts. Das hier ist mal wieder zu teuer wahrscheinlich. Oh, es hält, aber das nicht. Oh ja, komm, du schaffst es noch, du schaffst. Ah, verdammte Sch. Muss mal analysieren, was ist denn da gerissen? Also der Part war ganz okay. Ich glaube, hier hinten ist zuerst gerissen, ne? Mal aufs Handy gucken. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, ja, okay. Da, okay, da reißt es zuerst. Wir könnten noch probieren hier. Nee, ist zu teuer. Wenn ich diese Streben hier rausnehme und dafür so einen hier reinsetze. Ah, ist schon ein Limit. Limit erreicht. Kacke. Das ist hier, der Bereich gefällt mir gar nicht. Na? Okay, da muss ich nochmal dran arbeiten. Das wird so nicht klappen. Aber ist schon mal ganz nett. So. Gut. Leider muss ich jetzt mal hier so langsam beenden. Also wir brauchen hier für die nur noch einen und für den brauchen wir noch einen und dann natürlich hier die Zusatzkrone. Da fehlen uns noch drei und hier fehlen uns noch vier. Ja, es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun und ich würde mich trotzdem freuen, auch wenn ich morgen wahrscheinlich wieder hier versuchen werde, zwei Folgen aufzunehmen, wenn es heute wieder nicht geklappt hat. Ich brauche unbedingt ein paar Folgen, sonst wird das die Woche nix.
Dann kommt irgendwann mal gar keine Folge am Tag. Tja, ist dann so. Kann ich da nicht ändern. Ich versuche es irgendwie noch reinzudrücken. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und dann habe ich auch mal Resümee. Ja. Und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann schreibt mir das ins Kommentar. Und wenn ich keine Daumen hoch kriege, dann sende ich jetzt nur noch Bridge Constructor. So sieht's aus. Nein, Spaß. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin.